Zeit sparen mit Automatisierungen, macht das Sinn? Herzlich willkommen zu einer weiteren Websprechstunde mit dem Sam Steiner und dem Christian Bossert. Es freut uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte das gerne heute mit dir diskutieren, weil das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wie kann ich Zeit sparen, beziehungsweise wie kann ich zeitsparend eben so Kanäle bedienen, beziehungsweise meinen Aufwand klein halten? Und da gibt es ja verschiedene Automatisierungsmöglichkeiten, aber nicht alle sind gut oder empfehlenswert. Was sagst du da dazu? Genau, also ich bin Fan von Tools und Fan von Tools, die uns Sachen sehr viel leichter machen. Aber jetzt gerade zum Beispiel im Social Web, Social Interaktionen und so wollen automatisieren, ist schwierig, oder? Oft habe ich es in Diskussionen, dass der Kunde findet, ja, wenn ich einen neuen Blogartikel geschrieben habe, kann ich irgendwie machen, dass das automatisch dann tweetet wird und automatisch in Facebook hineingeht und so weiter. Und dann frage ich zurück, ja, wie viel nützt das, oder? Man hat irgendwie stundenlang geschrieben an dem Artikel und dann spart man ein paar Sekunden mit irgendeinem Automatismus, wo dann irgendwie computergenerierte Tweets macht, oder? Man sieht das dann, so einem Twitter-Account sieht man an, wenn das nur so immer automatisch der Titel und Link ist und nicht, kein Text dazu, nicht. Ist nicht optimal. Bei einem Tweet muss ich ehrlich gesagt sagen, dass es, ich denke, wenn es ein einmaliger Tweet ist und das nicht die ganze Zeit passiert, finde ich es noch weniger schlimm als zum Beispiel auf Facebook. Oder was noch schlimmer ist eigentlich, wenn es plattformübergreifend ist. Also wenn wir noch einen Link zum Beispiel auf Facebook drauf tun und dann wird es automatisch von Facebook auf Twitter wieder umgebracht. Und dann gibt es die Tweets, die heißen, ich habe ein Foto auf Facebook gepostet. Genau. Oder solche Sachen. Und man klickt in Twitter einen Link an und landet auf Facebook und das haben die Leute nicht gern. Und solchen Accounts wird man gar nicht folgen in Twitter und da kommt man dann schnell zum Schluss, irgendwie etwas stimmt nicht. Ja, weil auch es fehlt ja wie Persönlichkeit dahinter, es fehlt wie unsere eigene Stimme. Was wird denn, wenn macht denn Automatisierung Sinn? Was gibt es da für Tools? Also es gibt Tools, wo ich zum Beispiel kann meinen Artikel, den ich geschrieben habe, in der Zukunft planen, oder? Dass es dann morgen einen Tweet macht dazu, wo ich dann aber von Hand schreibe. Hast du ein Beispiel? Wie heißt dann das Tool? Also Buffer zum Beispiel ist so ein Tool, wo Facebook und Twitter und so weiter kann. Und das kann sinnvoll sein, finde ich, oder? Auch, dass man einen Artikel, den man geschrieben hat, mehrmals in der Zukunft tweetet, weil es sind nie alle meine Followers zu der gleichen Zeit online. Oder wenn man in die Twitter-Statistiken schaut, sind vielleicht 10% von den Leuten, die mir folgen, die einen Tweet sehen. Und also dass sie sehen, ist ja, also wird sehen, dargestellt, aber das ist ein Bewusstsein. Und dann ein Bruchteil davon, der dann draufklickt. Da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht spammig wirkt und die ganze Zeit wiederholende Tweets und so weiter. Da würde ich zum Beispiel die Tweets anders formulieren in der Zukunft, ein bisschen Variationen und so weiter. Das Gleiche für Facebook und so weiter auch. Aber es gibt so ein bisschen, wir wissen das anfangs, es gibt ein bisschen Regeln bzw. Möglichkeiten, dass zum Beispiel bei Tweets ist es überhaupt kein Problem, wenn ich mehrmals das Gleiche tweete. Also einfach die Empfehlung sicher, nehmt, was der Sam schon gesagt hat, jedes Mal ein bisschen anderen Text. Aber es ist dort absolut okay, wenn ich innerhalb von 24 Stunden vielleicht den gleichen Inhalt zweimal tweete, vielleicht am Tag nachher noch, eine Woche später, einen Monat später nochmal, ist überhaupt kein Thema. Es wird sicher irgendwelche Freaks geben, die die ganze Zeit auf Twitter sind, die das nicht cool finden, aber aber vom Netzwerk her gesehen oder wie die Kurzlebigkeit von den Nachrichten ist das okay. Viel besser als zum Beispiel in Facebook, oder? Genau, dort ist es sicher verpönt, wenn ich mehrmals das Gleiche teile. Und dann macht es ja auch noch ein bisschen den Mix aus, denke ich. Also jetzt gerade bei Twitter, es ist ja, wir teilen ja dann nicht nur unsere eigenen Inhalte teilen, sondern wir teilen ja allenfalls auch Inhalte teilen von anderen, die aber quasi unser Thema ergänzen oder unterstützen. Der Mix ist sicher so, dass es besser ist, wenn man hauptsächlich Inhalte von anderen postet, oder? Wertvolle Inhalte von anderen und unsere Sachen, wo man halt auch viel mehr Zeit reinstecken müssen. Ja, da hat man vielleicht nicht siebenmal am Tag einen eigenen Blogartikel, ist einfach so. Aber ja, der Mix, das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge. Genau. Aber wir können sagen, von der Automatisierung her, dass es sicher Sinn macht, wenn man Tools braucht, wie Buffer oder Hootsuite, ist auch so ein, wo man können so Posts oder so Social Media Artikel oder Beiträge entsprechend können terminieren. Und dann macht es wirklich Sinn, dass man sagt, ich nehme mir einmal in der Woche vielleicht 2 Stunden Zeit, vielleicht mache ich das am Montag am Morgen, nehme ich mir 2 Stunden Zeit, kann auch die ganze Woche quasi so vordefinieren, wenn was gepostet wird. Und dann habe ich Ruhe. Und dann habe ich aber gleich eigentlich tröpfelweise über mehrere Tage immer wieder Inhalt von mir draussen,
und kann die auch immer wieder brauchen. Ja, und in der Zwischenzeit teilt man hilfreiche Beiträge von anderen. Genau. Oder interagiert mit Fragen und so weiter. Ja. Also, aber aufpassen mit Automatisieren, dass es nicht maschinell wird und Social bleibt, oder? Genau. Okay. Wir hoffen, dass das wieder ein interessantes Thema war. Wie immer freuen wir uns auf Kommentare, auf Fragen. Und die uns jetzt auf dem Blog von Sam oder von mir schauen, gehen auf YouTube, abonnieren den Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao miteinander.